So, der erste Redner, den ich ankündigen darf, ist noch nicht Christoph Hörstel, der schon hier neben mir steht und in den Startlöchern steht, sondern es ist Fuad, den ich jetzt auf die Bühne bitten darf. Fuad, bitte sehr. Er wird etwas zu Palästina sagen. Fuad ist nicht da. Fuad ist fort. Okay, Fuad kommt. Solidarität mit Palästina ist dein Thema. Danke, Fuad. Ein Applaus für Fuad. Ja, interessant. Erstmal schöne Grüße von mir an alle. Freue mich, in Hannover dabei zu sein. Trotz des schlechten Wetters, trotz des Windes, trotz des Regens, habt ihr es geschafft herzukommen. Dafür erstmal von mir ein Riesenkompliment an euch und ein Riesendank an euch. Danke, Oliver. Es ist ja auch noch nicht mal selbstverständlich. Ich habe gerade gesehen, rechts von mir war eine Familie mit Kindern, die stehen da. Die sehe ich da rechts. Für die will ich auch nochmal einen Applaus haben. Ich finde es richtig super, was die da machen. Richtig super. Mit Kindern sind die hier. Ja, Hannover. Endgame. Palästina. Was soll ich euch darüber erzählen, als das, was ich eigentlich schon die letzten Wochen und Monate predige? Ich dachte, ich fange mal mit ein bisschen Revue an. Also wir gehen mal so ein bisschen die letzten Wochen durch, was so aktuell an Nachrichten passiert ist. Wir haben die letzten Wochen viele schlimme Nachrichten gehört aus Gaza. Ein Staudamm wird geöffnet, damit Gaza geflutet wird. Wir haben Nachrichten gehört von Babys, die erfroren sind in der Kälte. Wir hatten ganz aktuell vor 3 Tagen einen israelischen Außenminister, ich betone das mal, einen Regierungsbeamten. Er vertritt die Regierung des Staates Israel. Mit den Worten, jeder nicht loyale arabische Israeli gehört geköpft. Pfui! Das ist etwas, wo ich denke, das ist ein Regierungsvertreter. Der sitzt in der Regierung, der vertritt die Interessen Israels. Und empfangen werden wir gerade eben vor ein paar Minuten. Danke an die Polizei, dass ihr die Faschisten weggeräumt habt. Empfangen werden wir dann von Faschisten. Das ist natürlich lächerlich. Und diesen Menschen, glaube ich, beobachten die Nachrichten nicht. Ich glaube, die haben nicht geguckt oder nachgelesen. Online kann man überall nachlesen, was aktuell so auf dieser Welt passiert. Dann gibt es die Nachricht zum Beispiel über einen NATO-General, der Bretlaw oder wie der sich nennt, wo sich jetzt nach und nach herausstellt, dass der Gerüchte geschürt hat über russische Truppen im ukrainischen Territorium. Also Lügen fest implementiert hat. Und jetzt tut unsere Regierung Merkel hier, als wäre sie überrascht. Das überrascht mich, dass sie so überrascht tut. Das ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. Ja? Wie bitte? Ja, es gibt auch nichts, was uns überraschen kann. Ja, bei Merkel sowieso nicht. Und da wir jetzt bei Merkel sind, da frage ich mich, wo ist die liebe Frau Merkel, einen israelischen Außenminister zu rügen, für diesen Satz, nicht jeden nicht loyalen arabischen Israeli zu köpfen. Wo ist die Rüge,
der Bundesregierung. Wo ist die Rüge von Europa? Auf diese Rüge warte ich immer noch. Ich finde diese Halterung hier richtig beschissen. Entschuldigt, aber so kann ich besser. Das Problem ist doch... Aber das Wackelkontakt. Er gibt mir das doch gleich mal. Hallo? Ja, er nimmt immer das Beste, ist natürlich die Bandbreite, ist klar. Aber oh nein, danke dir. Cool. Ist da sogar noch besser. Also. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Merkel, bei der Rüge. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Muss ich mich eigentlich vorstellen bei euch noch? Ja? Also mein Name ist Fuad Afane, ich bin Vorsitzender von PNC, von der Palestine Network Communication. Ich war in Halle da und da habe ich mir auch schon einige Worte, sag ich mal, an euch gerichten lassen und euch mitgeteilt, was wir so arbeiten. Ich will aber nicht zu viel über den PNC sprechen, ich will mehr über die Problematik des Systems sprechen. Und deswegen komme ich jetzt auf diese Merkel nochmal zurück. Die liebe Frau Merkel, wie sie der Herr Jugendtotenhöfer in seinem offenen Brief genannt hat, als CDU-Mitglied. Nur ein Kritikpunkt an Jürgen Totenhöfer. Ich fand den Brief super, ich fand ihn sehr gut und beispielhaft für alle, diesen weiter zu teilen und zu verbreiten. Aber was ich nicht gut fand, ist sie mit als CDU-Mitglied mit liebe Frau Merkel anzusprechen. Sie ist nicht lieb. Frau Merkel ist nicht lieb. Das ist der Punkt. Sie ist nicht lieb. Der Herr Steinmeier ist nicht lieb. Solange Waffendeals gemacht werden hinter unserem Rücken, um Chaos auf der Welt zu verursachen, ist diese Bundesregierung nicht lieb und nicht unser Vertreter. Genau. Ist ja auch eine Nichtregierungsorganisation. Eine Nichtregierungsorganisation. Nenn es, wie du magst. Ich habe da meine eigene Interpretation, aber das ist ein anderes Thema. Die Bundesregierung vertritt nicht die Mehrheitsgesellschaft. Das ist ein Fakt. Ein Fakt ist, dass sie Waffendeals mit Ländern macht, wo wir denken, warum machen die das? Ich dachte, hier wird Toleranz gepredigt. Ich dachte, hier geht es um Toleranz, um Gleichheit, um Gleichberechtigung, um Menschsein, um uns. Um euch, um mir, darum geht es aber bei der Bundesregierung nicht. Bei der Bundesregierung geht es darum, wo kann ich noch mehr Geld verdienen? Auf den Rücken des braven Bürgers. Da geht es, darum geht es. Das ist die liebe Bundesregierung. Die liebe Bundesregierung hat bis heute es nicht geschafft, 4 Milliarden Dollar Hilfsgüter, die für Gaza zugesagt waren, bei der UN offiziell anzufragen, wo diese Gelder bis heute sind in Gaza. 4 Milliarden Dollar Hilfe. Da frage ich mich als Palästinenser, sind diese 4 Milliarden Dollar Hilfe vielleicht doch noch irgendwo Vetternwirtschaft, aus Versehen über drei Ecken in irgendwelche Waffendeals geflossen, damit Staudämme gegenüber das Volk in Gaza geöffnet werden können? Ich weiß es nicht. Wer hält das alles? Wer hat das Geld? Die Frage ist, wer hat dieses Geld und warum müssen unsere Menschen hungern? Das ist etwas, was mich nicht nur stört, sondern wo ich offiziell als PNC-Vorsitzender, und das bringe ich jetzt einmal in die Öffentlichkeit, eine offizielle Protestnote einreiche bei Frau Merkel und Co. Jawohl! Eine offizielle Protestnote! Unser gemeinnütziger Verein, unsere gemeinnützige Organisation kümmert sich um die Belange der Menschenrechte. Ich sehe die Menschenrechte in Europa nicht gewahrt, Frau Merkel. Wir haben kein Recht, unsere Meinung frei zu äußern. Das ist ein Gerücht. Sie behaupten, ich darf am Mikro sagen, was ich will. Nein, darf man nicht. Ich darf nicht sagen, was ich will. Denn ich muss auf meine Wortwahl achten. Deswegen muss ich jedes Mal kurz stoppen und ein anderes Wort wählen als das, was ich im Kopf habe. Aber wenn die Frau Merkel mir einen Strafbefehl zustellen will,
Ich sage der Frau Merkel mal was. Sie kann uns, das Volk, den Buckel runterrutschen. Jawohl! Und das Bußgeld ist eine gern gezahlte Spende an Gaza. So viel zur Frau Merkel. Das Problem ist, es hängt alles miteinander zusammen. Das ist so ein komplexes Thema. Und ich will euch mehr Inhalt, mehr Input geben. Babys, die erfroren waren, war ich wohin auch mal stehen geblieben. Jetzt hat dieses Mikro jetzt einen Aussetzer. Das, also, bei mir geht's. Das ist ein Wollner-Mikrofon. Ja, der weiß, ich gehöre zur Bandbreite und der Vorhat ist vom PNC, der macht keine Musik. Ich mache zwar keine Musik, aber ich kann die Leute bewegen und ich kann die Leute emotional erreichen. Und was mir wichtig ist, ich weiß, dass wir jetzt nicht so viele hier sind. Ich habe auch mehr erwartet, aber ihr reicht. Ihr habt euch den Weg gemacht, aber ich weiß, dass meine Rede viele Menschen hören werden. Deswegen habe ich genau diesen Menschen für morgen, für heute Abend, für die nächsten Tage einige Worte mitzuteilen. Wir müssen ja immer wieder irgendwo neu ansetzen. Meine Reden sind immer spontan, Wollner. Deswegen hoffe ich, dass das Mikro jetzt hält. Ja? Meine Worte und meine Rede diesmal ist ganz klar gerichtet an alle freiheitsliebenden Menschen, die es gibt in Deutschland. An alle. PNC setzt sich nicht nur ein für die Belange der Palästinenser. Wir setzen uns ein für alle unterdrückten Menschen auf dieser Welt. Und dazu gehört auch die Unterdrückung der freien Gesellschaft. Jawohl! Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt online. Die Frau Jutta... Ich traue mich gar nicht, diesen Namen auszusprechen. Klasse. Ich nenne sie mal Dittfurz. Denn nichts anderes hat sie am 11. März gemacht in ihrer Vorlesung in Hannover. Also ich frage mich wirklich bei dieser Frau und bei ihrer Sektenanhängergemeinschaft in Deutschland, ob die irgendwie einen geschichtlichen Kontext kennen. Ob die sich ein bisschen mit der Geschichte befassen. Genau, Geschichte in Deutschland gelernt. Ich widerlege ihre Thesen in zwei Sätzen. In zwei Sätzen in ihrer Vorlesung, wo sie, glaube ich, sich eine Stunde abgemüht hat, den Menschen klarzumachen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Dass das gleichzusetzen ist. Wisst ihr was? Ich habe auch nur einen Satz dafür. Der Zionismus ist 100 Jahre alt. Der Semitismus und der Judentum ist Jahrtausende alt. Das ist nicht eins. So viel zu deinen Thesen, Frau Jutta Dittfurz. Und da du mich ja als Gegner ernst nimmst, genau deswegen spreche ich dich jetzt persönlich an. Die Nachricht ist nicht an irgendjemanden gerichtet. Die Nachricht geht genau an dich, an deine Jünger und an deine Anhänger, Frau Jutta Dittfurz. Du hast einen Gegner aufgeweckt, den es nicht zu bändigen gibt. Denn ich lasse mich weder von dir noch von irgendjemandem einschüchtern. Noch lasse ich mich als Antisemit betiteln, noch sind wir Palästinenser Antisemiten. Wir respektieren alle Propheten. Wir sind die Ursemiten Palästinas. Wir werden den Semitentum uns zurückerobern müssen. Wir müssen die Begrifflichkeit des Semitentums zurückerobern. Den müssen wir uns zurückholen. Das ist etwas, was ich mir wiederholen muss. Meine Identität. Es gibt einen Unterschied zwischen Semiten und Nicht-Semiten. Das ist die Sprache. Das ist eine Volksgemeinschaft, die sich aus verschiedenen Völkern zusammengemischt hat. Die Aramäer zählen dazu. Die Aramäer sind auch Semiten. Es gibt auch christliche Semiten, muslimische Semiten, jüdische Semiten.
Aber wer kein Semit ist, sind die Aschkanesim. Das sind Juden, die aus der UdSSR kommen, aus der Ukraine, aus Polen, aus Deutschland. Das ist 95% des besiedelten Gebietes in Palästina. Das sind die Aschkanesim-Juden. Und sie beanspruchen den Begriff Semitentum für sich. Nein, liebe Leute, da ihr seid keine Semiten. Ihr habt uns diesen Begriff geklaut. Und den hole ich mir wieder. Wir sind die Semiten. Ihr seid keine Semiten. Diesen Identitätsklau. Falafel und Shawarma verkaufen sie als israelisches Gericht. Hummus und Ful ist israelisches Gericht geworden. Das ist arabische Kultur. Das ist arabische Kultur. Ein Model hat einen Modelwettbewerb gewonnen für Israel mit der altpalästinensischen Traditionskleidung und hat damit einen Preis gewonnen. Und die Israelis verkaufen es als ihre Kultur. Unsere altpalästinensische Traditionskleidung. Das ist Identitätsklau. Das ist Identitätsklau. Jetzt kommen wir mal zu dem Sinn, warum sie das tun. Warum tun sie das? Warum klauen sie die Identität eines anderen Volkes? Sie klauen die Identität des eines anderen Volkes, weil sie alles, was Palästina betrifft, in den Geschichtsbüchern, in den nächsten Generationen auslöschen möchten. Sie möchten den Begriff Palästina, sie möchten unser Volk mit der Begrifflichkeit auslöschen. Das ist noch krasser, als jemanden zu köpfen, als jemanden zu hängen, als jemanden zu erschießen. Der Tod ist angenehmer, als die Identität zu verlieren. Die Identität, das behalten wir Palästinenser, da könnt ihr euch sicher sein. Dafür kämpfen wir. Das ist die Geschichte und das ist unser Kampf, den wir führen. Das ist unsere Identität und die lasse ich mir nicht klauen. Das ist unsere Vergangenheit. Was sagt die UNO? Das ist unseres. Was sagt die UNO dazu? Die UNO sagt dazu, dass der Zionismus in den 60er Jahren gab es eine UN-Resolution, dass den Zionismus ganz klar durch eine UN-Resolution als rassistische Ideologie dargestellt hat und dazu gab es eine Resolution. Jawohl, sehr gut. Das hat die UNO gemacht in den 60er Jahren. Ja, und heute redet man nicht mehr drüber. Nein, wir kommen auf ein Datum 1997. Genau. Da haben sie auf Druck der Weltgemeinschaft diese Resolution aufgehoben. Hui! Eine Ideologie, eine rassistische Ideologie. Das ist der Punkt. Bis 1997 hatte es Gültigkeit. Und 1997 wurde diese rassistische Ideologie von der Liste genommen in der UNO. Es gibt genug UN-Resolutionen für uns Palästinenser. Aber wir wollen vom Thema nicht abschweifen. Es geht um unsere Identität, mein Freund, um die Jutta Ditfurth. Weil die Jutta Ditfurth braucht einen Geschichtsunterricht, der sich gewaschen hat. Sie will ihre Bücher verkaufen, sie will ihre Artikel verkaufen, nennt sich Schriftstellerin und nennt sich Journalistin. Ist aber überhaupt nicht objektiv und geschichtsneutral. Sie hat gar keine Ahnung von Geschichte. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung. Sie braucht Käufer. Sie macht PR, damit die Leute ihre Hefte kaufen, ihre Bücher kaufen und ihre Artikel lesen. Sie will Geld verdienen auf dem Rücken der Menschen. Und dann stellen sich angebliche Antifaschisten da hinten hin und schwenken israelische Fahnen und plädieren für die USA, und fallen auf diese Frau rein. Ich weiß nicht, ich will da keine Analysen machen. Kann sich jeder selbst einen Kopf machen, warum sie das machen. Die werden schon ihre Gründe haben, aber sie sind unwissend. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und Frau Jutta Ditfurth, diese Worte waren an dich gerichtet. Der Geschichtsunterricht war an dich gerichtet. Ich soll das Ganze abkürzen. Ich finde es schade. Gut. Eines sei euch immer bewusst. Das gebe ich der deutschen Gesellschaft mit und das gebe ich jedem einzelnen Volk mit. Lasst euch eure Identität nicht klauen.
Behaltet eure Identität. Das ist ganz wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil es ein hohes Gut ist, was nicht bezahlt werden kann. Das ist ein hohes Gut. Und die USA und die ganze NATO und dieser sämtliche Sektenverein der NATO, die können ihre Lügen und Propagandageschichten und ihre Geschichtslügen und ihre Nachrichtenlügen in die Luft setzen, wie sie wollen. Wir sind heute noch nicht so viel, aber wir werden beim nächsten Mal noch mehr. Wir werden noch mehr und wir werden noch mehr. Denn Gaza schläft nicht. Gaza wartet auf uns. PNC wartet auf euch. Palestine Network Communication wartet auf euch. Deswegen lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht einschüchtern. Seid standhaft und holt euch die Argumente, indem ihr euch beliest. Jetzt wisst ihr einige kleine Informationen, die ich euch so mal als Kurzform mitgeben konnte. Aber es gibt noch genug andere Informationen, die ihr verdient habt zu wissen. Aber dafür reichen 10, 15 Minuten nicht. Ja. Aber eins sage ich euch, unterstützt uns. Unterstützt die Palästinenser in der Gerechtigkeit. Denn wir wollen neben den Juden zusammenleben. Die Juden sind meine Freunde. Ich grüße von hier die jüdische Stimme in Berlin. Ich grüße von hier Herrn Kabelmann. Ich grüße von hier David Sheen und Max Blumenthal, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin. Ich grüße jeden einzelnen wahren und echten Juden und mir tun diese Menschen leid. Mir tun diese Menschen leid, dass ihre Religion missbraucht wird von irgendwelchen Rassisten. Die tun mir wirklich leid. Herzlich willkommen. Und ich habe sogar noch einen Juden hier. Den würde ich sogar vorstellen. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Er ist ein Halbjude. Ich kann euch eins sagen. Wir Palästinenser haben nichts gegen Juden. Das ist Schmarrn. Der Jude ist nicht der Feind der Menschheit. Genau. Der Zionismus ist der Feind der Menschheit. Der Zionismus ist der Feind der Menschheit. Die Juden sind unsere Freunde. Die Muslime und Christen zugleich. Wir gehören zusammen. Und der Zionismus trennt etwas, was zusammengehört. Und das ist die Menschheit. Ich verabschiede mich und bedanke mich recht herzlich. Palestine Network Communication. Vielen, vielen Dank. Informiert euch über uns. Wir sind auf Spenden angewiesen. Vielen, vielen Dank. Vor der Fahne, ein Applaus.